Wieder mal hat Albert es versucht. Mit seinen anscheinend bescheidenen geistigen Fähigkeiten, das Ganze auf einigermaßen nette Art und Weise zu lösen. Aber jetzt geht er wieder los und tötet. Und tötet. Und tötet. Du hast keine Erlaubnis, hier zu sein. Das stimmt indirekt. Ich habe keine Ahnung, welche Fraktion von Ghoulen das jetzt ist, die wir auslöschen. Aber es steht uns im Weg. Und wir sind so nah dran an den Wasserchip, den lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Und die andere Fraktion hat gesagt, wir dürfen euch den klauen. Also wird das schon irgendwie okay sein. Nachladen. Deploy. Gott. Und ihr setzt anscheinend darauf, dass ihr Ghoule seid und viel aushält und habt gar keine Feuerwaffen. Ah, das ist sehr schön. Dieser Wall sieht total geplündert aus. Du denkst dir, dass vermutlich nichts Interessantes übrig geblieben ist. Das wäre sehr ärgerlich, wenn dem wirklich so wäre. Weil hier unten soll doch der Chip sein. Oder, also momentan Überlegung, es gibt drei Fraktionen an Ghoulen. Einmal die Ghoule unten in der Kanalisation. Dann die glühenden Ghoule hier. Und die Ghoule oben mit den Waffen, die uns nicht reinlassen. Wir löschen jetzt die glühenden Ghoule hier aus. Stellt sich heraus, dass der Waterchip nicht hier unten ist, sondern oben. Und dann können wir mit keinem reden, weil sie uns nicht reinlassen. Also bringen wir auch noch da um. Das heißt, am Ende bleiben nur die Ghoule übrig in der Kanalisation. Albert, du... Ist okay. Gucken wir erstmal weiter. Gehen wir mal in die zweite Etage. Hallo? Oh. Ihr wollt uns nicht töten. Gut, dann gucken wir erstmal weiter runter. Wir müssen ja nicht sinnlos alle Leute töten. Wenn sie uns angreifen, wehren wir uns, ja. Aber sonst, So, da die Walls alle ähnlich aufgebaut sind, gucken wir doch mal da, wo der Computerraum war. Müsste da hinten irgendwo sein. Und wo der Overseer-Raum ist. Den kennen wir aus unserem Vault auch schon. Der müsste in der Richtung hier sein. Und was macht ihr da mit diesem armen, hilflosen Menschen? Ihr seid also böse Ghoule und ich darf euch töten. Das ist sehr gut. Wobei, hallo? Bei Änderung geht's ab in die Kiste. Der letzte hier hat's probiert. Och nö, ihr seid böse. Gib mir den Waterchip. Gib mir den Waterchip. Essen ist fertig. So, wer bist du? Nee, du. Irgendjemand. Okay. Was machst du? Nachdem du den Computer für die Trinkwasseranlage heruntergefahren hast, kannst du in einiger Entfernung die reparierte Wasserpumpe hören, die Wasser aus einem offensichtlich tiefen Brunnen unter der Nekropolis ans Tageslicht befördert. Du erhältst 1000 Erfahrungspunkte für das Auffinden des Steuerchips. Sehr gut. Also die Ghoule, die eine Fraktion zumindest ist gerettet, die bekommt jetzt Wasser durch die Pumpe. Wir haben uns den Steuerchip geholt von komischen leuchtenden Ghoulen, die arme Menschen töten. Alles ist wieder richtig in der Welt. Also, raus hier. Wir könnten noch versuchen, hier ein bisschen weiter zu plündern, aber dann müssten wir noch mehr Ghoule töten. Und das ist es einfach nicht wert. Er will jetzt so schnell wie möglich nach Hause und seinen Leuten von dieser guten Nachricht erzählen. Dass sie ihn wie ein Held feiern und er wird nicht erzählen, wie viele Menschen er getötet hat, um diesen Chip zu bekommen. Und wie viele andere krumme Dinge und, ne? Fällt alles unter den Tisch. Hoch da. Hoch da. Waffe aus der Hand, damit du schneller laufen kannst. Und raus hier. Raus.
Und wir hätten eigentlich ja noch ein paar Sachen zu erledigen. Hier in der Umgebung unseres Vaults. Aber das kann ja auch sparen, ne? Erstmal nach Hause, den Chip abgeben und dann so ein paar Wochen im Vault entspannen. Schön sauberes Wasser trinken, ordentliches Essen essen. Ah, es klingt sehr gut. Sehr, sehr gut. Kleiner Abstecher zu den Raidern? Nein, ab nach Hause. Gleich zum Overseer und uns einen Klopfen auf die Schulter abholen. Was kriegt man eigentlich dafür, wenn man so einen gesamten Vault rettet? Hallo, wir würden gerne Kommandozentrale. Und wir passen sowas von nicht mehr hierher. Hallo, John. Hallo, Albert. Was machst du? Ich fühle mich nicht besonders gut. Jemand hat mir eins mit einem großen Rohr über dem Schädel gegeben. Ich war zwar schon beim Sanitäter, aber mein Kopf tut immer noch weh. Ich hoffe, jemand kriegt den Idioten, der das gemacht hat. Was? Hier im Vault? Gewalt? Wie ist das passiert? Also ich wurde angegriffen, als ich eines Nachts ziemlich spät hier war. Normalerweise gehe ich ja so um 8 nach Hause, aber dieses Mal bin ich länger geblieben, weil jemand Wasser gestohlen. Weil jemandem Wasser gestohlen wurde und ich nach unseren Vorräten sehen musste. Dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass ich im medizinischen Labor mit einer großen Beule am Kopf aufgewacht bin. Bald drehen hier alle durch und bringen sich wegen des Wassers gegenseitig um. Ich habe keine Ahnung, was man dagegen machen könnte. Ich schon. Ich werde mich darum kümmern. Also, habe ich eigentlich schon. So. Hallo, Mr. Overseer. Ich habe hier was für euch. Hast du den Chip? Ja, aber wir sollten überlegen, ob wir die Vaultbewohner nicht doch nach draußen bringen. Och nö, draußen ist es ziemlich komisch. Und das lässt die Leute komisch werden. Das ist alles die Schuld von draußen. Albert ist ganz nett. Ja, haben wir. In Ordnung. Sekunde, der Chip wird initialisiert. Her. Jetzt geht's los. Selbsttest ist grün. Reboot ist okay. Ha! Es klappt! Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Haha. Du hast uns gerettet. Gut gemacht. Ja, das wollten wir hören. Gern geschehen. Du hast die Vault gerettet. Du kannst stolz auf dich sein. Jetzt brauchen wir deinen Bericht. Gib ihn uns in der Bibliothek. Bitte, geh dorthin. Bericht, hä? Da wird Albert jetzt sehr viel Fantasie beweisen müssen. Oder einfach 90% auslassen. Okay. So. Du erhältst 7500 Erfahrungspunkte, weil du den Steuerchip zurückgebracht und die Vault gerettet hast. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Level erreicht. Du legst deine Berichte im Computersystem der Bibliothek ab. Du solltest zum Aufseher gehen, um deinen Fortschritt deiner Mission zu besprechen. Ja, gleich. Erst einmal hätte ich ganz gerne weiter Schlösser knacken. Auch wenn wir das im Vault nicht so wirklich brauchen, wenn wir jetzt die Füße hier hochlegen. Aber, ne, wer weiß. Dann doch noch ein bisschen mehr reden? Nee. Erhöhe mal stehen noch so ein bisschen und dann doch noch weiter öffnen. Öffnen. Okay. So, jetzt zum Overseer und gucken, was er noch so zu sagen hat, obwohl... Eigentlich gibt es ja in der Vault nichts mehr zu tun. Ich meine, sie haben jetzt Wasser, können sich wieder einbunkern und es kommen trotzdem noch ab und an Karawanen von den Water Traders. Also wir brauchen zwar kein Wasser mehr, aber wir können ja trotzdem noch Güter verkaufen und ähnlichen Handel treiben. Und der flohbesetzte Hund, der hier im Vault rumtollt. Keine Ahnung, wer den reingelassen hat. Ich wollte dir nur sagen, dass die Wasservorräte stabil sind. Wir füllen gerade die Reserven auf. Du warst toll. Da wäre nur ein kleines Problem. Das hört sich nicht gut an. Welches? Mich stören deine Berichte. Das heißt, der Inhalt der Berichte. Hey, sie haben mich zu Tode erschreckt. Wegen der Mutanten. Ich habe ein bisschen gerechnet. Und
Naja, das Ergebnis klingt nicht gut. Okay, also er ist beunruhigt wegen den Mutanten, nicht wegen unseren Machenschaften. Was ist das Ergebnis? Die Zahl der Mutanten ist größer, als durch natürliche Fortpflanzung oder Mutation möglich ist. Deshalb glaube ich, ich verstehe es nicht ganz. Aber scheinbar erzeugt jemand neue Mutanten. Und das verdammt schnell. Das wird dieser Meister sein, von dem wir schon gehört haben. Das stand aber auch im Bericht. Du solltest den Bericht echt deutlicher lesen. Also nicht zu deutlich bei den Sachen im Hub, aber, ne? Dann muss es wohl irgendwo ein Labor geben. Genau. Und wie du vielleicht schon ahnst, werden diese Mutationen nicht von der Natur hervorgebracht. Nicht einmal von der Strahlung aus dem Krieg. Und was genau soll ich machen? Hingehen und sie aufhalten, hm? Solange jemand so schnell feindliche Mutanten herstellt, steht die ganze Welt auf dem Spiel. Suche und zerstöre das Labor, so schnell du kannst. Wir wollen die Füße hochlegen. Okay. Grummelkrumpf. Ja, wenigstens haben wir jetzt keinen Zeitdruck mehr, was das Wasser angeht. Das ist schon mal ein Anfang. Wo wir jetzt gerade auf dem Weg nach draußen sind und den kompletten Vault gerettet haben, können wir ein bisschen was aus den Vorräten mitnehmen? Nein. Gut, gut. Dann raus hier und irgendwo im Westen nach einem Labor suchen. Wobei, das klingt echt gefährlich. Vielleicht sollten wir jetzt versuchen, das mit der Brutmutter zu erledigen, damit wir den Blades helfen können, damit die Blades, ne, die ganze Geschichte, hätten bestimmt noch gut was zu tun und würde uns bereit machen für einen Kampf gegen noch viel, viel mehr Supermutanten. Ja, ja. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Supermutanten umgebracht. Und sie werden zwar schneller hergestellt, als es natürlich möglich wäre, durch Radioaktivität oder was auch immer, aber sie werden sie nicht so schnell herstellen können, wie ich sie töten kann, oder? Also können wir uns ein bisschen Zeit lassen und jetzt zu den Raidern gehen, die Raider alle mal vermöbeln, vorher noch bei Shady Sands vorbeischauen, Bescheid sagen, dass Ian tot ist und ihn jetzt auch von dem Vault erzählen, der ja auch regelmäßig Karawanen bekommt. Also könnte Shady Sands vielleicht auch noch Handel treiben mit dem Vault, um irgendwann eine Großmacht zu werden, die gesamte NCA ausmacht. Da, Haupteingang. Ja, hier waren die Jungs, die mit Ian abgehangen haben. Ich kann es nicht glauben, dass Tandy verschwunden ist. Ich hoffe, du findest sie. Es würde Aradesh sehr wehtun, wenn ihr etwas Schlimmes zustoßen würde. Was? Tandy ist weg. Okay. Sie ist uns jetzt aber nicht gefolgt oder so, hm? Du bist nicht Tandy, nein. Aber kaum ist die Tochter aus dem Haus, laufen überall Frauen beim Bürgermeister rum. Gut, dass du gekommen bist. Ich brauche dringend Hilfe. Meine Tochter Tandy ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du versucht, sich zu retten? Mein Volk hat keine Erfahrung. Schon 3 Patrouillen suchen nach ihr, aber keine kam zurück. Hilfst du mir? Wer könnte sie entführt haben? Das heißt, Alba geht davon aus, dass sie entführt wurde. Ist es nicht wesentlich wahrscheinlicher, dass sie einfach keinen Bock mehr hatte und von ihr weggezogen ist? Und wenn sie jemanden entführt hat, dann waren es die Raider, auf jeden Fall. Okay. Seth und ich glauben, dass ein Gangsterclan dahinter steht. Vergeltung für unseren Widerstand. Nimm den Speer. Er wurde gefunden, wo meine Tochter verschwand. Okay, ich werde ihm nachgehen. Bitte, sprich mit Seth. Er weiß viel über die Gangster. Gott mit dir, Wanderer. Das Einzige, was ich über die Gangster... Ich muss gar nichts über die wissen. Ich weiß, wie sie ausgerüstet sind und ich weiß, dass ich wesentlich stärkere Burschen schon, ne, erledigt habe. Ja, wir sprechen kurz mit Seth, wir gucken uns mal den Speer an und dann gehen wir da hin und bringen die einfach um. Und dann finden wir schon Tandy. Und wenn nicht, dann sind weniger Raider in der Gegend. Und alle sind glücklich. Ja, das ist ein Speer. Ist immer noch ein Speer. Gucken, ob Seth uns sagen kann, dass das ein Speer ist. Du warst Seth? Ja. Dharma sei Dank, du bist hier, Wanderer. Mein Mädchen, Tandy.
Okay, du bist also ein Geliebter von der Präsidentin? Aradesh Tochter wurde entführt. Wir glauben, dass irgendwelche Gangsterbanden dahinter stecken. Okay, wo halten die sich auf? Südöstlich von hier. Bitte beeil dich, wer weiß, was sie sonst noch antun. Ja, ich werde sie zurückholen, damit du so tun kannst, als wenn du noch ansatzweise... Egal. Hingehen, töten, Frau retten. Und vielleicht kommt Tennyjen ja doch lieber mit uns, als wieder zurück nach Shady Sands zu kommen. Raider, Raider. Rein. Hallo. Lebenspunkte? Sind okay. Du lass uns rein. Was? Verschwinde. Nein, ich gehe da jetzt rein. Ich suche Tandy.